Stadt. Ein Witte vom Dach beim Maurice Molitor aus Haut 22 stehe ich für den Auftakt von den Olympischen Spielern, den technischen Direktor vom COSL. Dem Lützburger Komitee Olympique, Heinz Tews, guten Morgen. Guten Morgen. In 3 Wochen geht's los in Tokio. Sie fliegen am Sonntag hin. Es werden eigenartige Spiele von Corona geprägt. Vermutlich nicht die fröhlichsten, schon gar nicht die euphorischsten, die es hier gab. Freuen Sie sich trotzdem? Ja, ich freue mich trotzdem. Und besonders für die Athleten, dass die Spiele stattfinden. Das war ja immer der ganz wichtige Grund. Und dafür, glaube ich, muss man auch dem IOC wirklich danken, dass man trotz all der Artikel, die dann immer nur um Geld gingen, aber doch wirklich ihren Mann gestanden haben, um für die Athleten die Spiele zu ermöglichen. Und ich meine, deswegen freue ich mich und wir freuen uns alle. Alle unsere Athleten freuen sich, gehen zu können. Sie freuen sich, obwohl es ja von der Stimmung her vermutlich nicht so beeindruckend sein wird, wie es sein könnte. Das ist korrekt. Wir haben zwar eine positive Nachricht in der letzten Woche bekommen, dass es wohl 50% maximal Auslastung und bis zu maximal 10.000 Zuschauern geben wird in den Stadien, aber dann Japanese Residence, wie das so schön heißt. Aber das wird natürlich bedeuten, dass trotzdem die Stadien nicht ganz leer sind und wir keinen reinen Medien-Fernsehwettbewerb bekommen. Es ist auch ein bisschen schade für die Japaner nach all der Arbeit, die sie in diese Spiele gesteckt haben, auch das Geld, das es gekostet hat, dass sie kein richtiges Fest feiern können. Das ist sicher richtig. Wir haben ja sehr engen Kontakt eigentlich jetzt über 5 Jahre mit unseren japanischen Kollegen in der Organisation. Die sind im Moment wirklich am Anschlag mit dem gesamten Stress, den sie zu bewältigen haben. Permanent neue Auflagen, auch von der Regierung, die sich immer nach den Corona-Zahlen auch richten. Und die machen einen schwierigen Job. Und für die tut es mir ganz besonders leid, weil an sich ist es, sobald der Startschuss fällt, beginnt für sie die tolle Zeit. Und das wird dieses Mal anders sein. Sie sind Chef de Mission der luxemburgischen Delegation und fahren ja nicht zum Spaß jetzt schon nach Japan. Was genau wird Sie beschäftigen in den nächsten Tagen? Was bleibt zu tun? Ja, der ganz wesentliche Akt, kann ich sagen, ist das sogenannte DAM. Das ist die Registrierung der Mannschaft beim Veranstalter. Und das wird am 7. morgens passieren. Wir sind eins von 4 NOKs, das morgens um 8 am 7. dieses DAM abschließen wird. Mhm. Da wir die Kleinsten sind, werden wir die Schnellsten sein. Und ich lege dann Wert darauf, das erste NOK zu sein, das fertig ist mit dem DAM. Das haben wir in London auch geschafft, in Rio leider nicht. Und da wird im Grunde festgelegt, wer mit welcher Akkreditierung welche Rechte dann für den Zugang bekommt. Wir haben noch ungefähr 70 Leute auf der Liste stehen und das werden im Endeffekt, dann wird das runtergebrochen auf die 30, 32, die dann in der Tat wirklich dann dabei sein werden. Und dann gibt es noch andere logistische Herausforderungen. Absolut. Ja. Die Sie zu klären haben. Wir werden die Apartments beziehen. Das ist auch immer sehr wichtig, dass man früh da ist, weil wenn man Änderungen braucht, bekommt man sie, wenn das Dorf noch leer ist. Es wird hinterher immer ein bisschen schwieriger. Wir hoffen, dass wir zu unseren deutschen Kollegen ins Haus kommen, weil wir auf der medizinischen Ebene eine sehr enge Kooperation haben vom Axel Uhrhausen mit seinen deutschen Kollegen. Und wir auch an sich gerne in ein Haus wollen, wo wir die Impfquote ziemlich genau kennen. Okay. Es sollen 12 luxemburgische Athleten antreten dieses Mal, wobei es beim Leichtathleten Charles Greten und bei der Schwimmerin Julie Mein noch ein klitzekleines Fragezeichen gibt oder jetzt nicht mehr? Es gibt es noch. Also wir haben das Ende der Qualifikationsperiode am 29. gehabt. Gestern war der 30. Ich glaube, den beiden ganz großen Verbänden FINA und World Athletics muss man schon einen Tag zugestehen, ihre entsprechenden Berechnungen zu machen. Bei der Julie Mein, meine ich, ist das eine theoretische Geschichte. Da erwarte ich, dass wir, auch wenn ich jetzt ins Büro komme, vielleicht schon was liegen haben. Gestern Abend war noch nichts da. Und bei World Athletics wird es ein bisschen komplizierter, weil das Qualifikationssystem über Normen und gepaart mit der Rangliste, da sind einige Berechnungen zu tätigen und wir wissen auch nicht, was am Dienstagabend noch für Ergebnisse weltweit erzielt worden sind. Aber ich bin auch da optimistisch, dass der Schal wirklich das noch geschafft hat, mit einem fulminanten Endsport dann sich noch einen Platz zu ergattern. Es wird also vermutlich 12 luxemburgische Teilnehmer geben dieses Mal. Das ist eine verhältnismäßig große Delegation. Das ist eine große Delegation. Wir kämpfen normalerweise sehr stark um diese 10er-Hürde, weil die
von 9 auf 10 bedeutet, dass man deutlich mehr Akkreditation bekommt und dann auch den Support für das Team besser machen kann. Aber 12, besonders unter den Voraussetzungen, die wir ja alle kennen, wo wir wirklich eine ganz große Unterbrechung auch der Wettkämpfe, Qualifikationen hatten, 12 zu bekommen in 7 Sportarten und auch wirklich mit hervorragenden Leistungen, da können wir wirklich stolz sein und besonders auf unsere Athleten, die das geschafft haben. Die Erwartungen, die man an die einzelnen Athleten knüpfen darf, sind natürlich sehr unterschiedlich. Nehmen wir die beiden Leichtathleten. Für Charles Greten dürfte das olympische Motto dabei sein, ist alles gelten. Von Bob Bertmes kann man schon ein bisschen mehr hoffen, oder? Also ich habe da eine Auffassung, die nicht mit der Kalkulation von Eingangsleistungen losgeht. Es geht darum, dass jeder wirklich seine Top-Leistung bringt. Also auch der Charles mit den Zeiten, die er jetzt gelaufen ist, wenn er den passenden Lauf erwischt, kann durchaus die nächste Runde schaffen. Und er ist auch ehrgeizig genug, um das wirklich rauszuholen. Und beim Bob sieht es so aus, dass er mit seinen Vorleistungen natürlich irgendwo auch bei sich im Kopf hat, dass das Finale erreichbar ist. Und mit einem guten Stoß ist das auch möglich. Das hoffen wir natürlich. Der Radsportverband ist mit 3 Sportlern am besten vertreten. Kevin Genietz und Michel Ries dürften es schwer haben auf dem offenbar sehr anspruchsvollen Kurs. Aber Christine Majerus, wer weiß, wenn alles passt? Also wir haben 3 sehr gute junge Athleten im männlichen Bereich und mit Christine eine ganz erfahrene im weiblichen Bereich dann nominiert. Das Rennen ist extrem selektiv, das ist korrekt. Wir, wie immer, die letzten olympischen Rennen sehr viel Höhenmeter zu bewältigen, auch in schwierigen Passagen. Es wird aber für die Fahrer an sich das schönste Rennen sein, das sie bisher erlebt haben, weil sie haben ungefähr 50% der Zeit einen Blick auf den Fuji. Das heißt, sie bewegen sich am Fuße des Fuji und werden dann das Finale dann auf einer Formel-1-Rennstrecke haben. Und ich habe die Rennstrecke selber mit einem Minibus besucht und wir sind die Steilkurven auch gefahren. Also das wird ganz, ganz herausfordernd sein. Ich rechne aber auch nicht nur mit Christine, dass wenn das Rennen gut verläuft, wir wissen alle, im Rad muss man im richtigen Moment in der richtigen Echappe sein, wenn sich irgendwas tut. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber olympische Rennen haben immer einen besonderen Charakter, weil die Teams sehr klein sind. Maximal 5 Fahrer in einem Team erlaubt. Und da wird sich das sehr schnell auseinanderreißen, sodass auch Einzelkämpfer immer wieder Chancen haben, ganz nach vorne reinzukommen. Und ich meine, dass unsere Athleten sehr gut vorbereitet sind. Wir haben keinen Tourfahrer dabei dieses Mal, muss man sagen. Das ist eher ein Vorteil? Das kann ein Vorteil sein, besonders weil die Tour diesmal ja wirklich nur eine Woche vorher dann endet. Manchmal sind das auch 2 Wochen, da hat man etwas mehr Luft. Aber wir haben zum Beispiel unser ganzes Radteam im Moment im Höhentrainingslager. Und die werden also rechtzeitig anreisen, was wir auch nicht immer haben, und gut vorbereitet sind. Zum ersten Mal ist ein Luxemburger Reitsportler bei Olympia vertreten, der Dressurreiter Nicolas Wagner. Ist sein Pferd eigentlich schon vor Ort? Nein, das Pferd ist noch nicht vor Ort. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir wirklich das historische Ereignis dann erleben können, dann auch mal in einer Sportart vertreten zu sein, wo für Einzelreiter die Qualifikation extrem schwierig ist. Und deswegen, wir haben alle extrem Hochachtung vor der sensationellen Qualifikation, die der Nicolas geschafft hat. Das Pferd plus Reiter und Groom, das heißt die Petra Büttner, die sich dann um das Pferd kümmern wird, die werden jetzt, ich meine jetzt ab Montag in Aachen in Quarantäne gehen. Und die Quarantäne für die Pferde, die in Japan gefordert ist, die wird in Europa gemacht. Das heißt, in Aachen wird alles unter Quarantänebedingungen dann alle Pferde zusammengezogen werden, die aus Europa fliegen. Und die gehen dann aus der Quarantäne über Lüttich dann direkt nach Japan. Flug für die Pferde 15. Juli. Und der Nicolas und die Petra, die werden einen Tag vorher fliegen, damit sie das Pferd in Tokio in Empfang nehmen können. Was erwarten Sie von Nisha Lin bei ihrer 5. Olympiateilnahme? Wenn ich die Auslosung kennen würde, könnte ich das ziemlich genau sagen. Hängt ein bisschen von der Auslosung ab. Es gibt, sie kann bis hoch in die Weltklasse noch viele Athletinnen schlagen. Allerdings hängt das auch mal ein bisschen davon ab, welche Spielsysteme auf sie zukommen. Und da hoffen wir, dass die Auslosung einigermaßen gut wird. Sie hat hervorragende Spiele gezeigt, mit die besten in den letzten 10 Jahren. Ich erinnere an Minsk. Minsk hat sie ein brillantes Tischtennis gespielt. Und wir hoffen, dass sie das auch da an Ort und Stelle wieder zeigen kann, dass die Auslosung passt. Und dann, meine ich, sind doch etliche Runden drin.
Sarah de Nutt ist auch dabei. Für sie ist es die Premiere bei Olympia. Für die Schwimmer wird es natürlich wie immer schwer. Für Rafael Stacchiotti immerhin ein grandioser Abschluss der Karriere. Absolut. Rafael hat sich das wirklich verdient. Er hat ja mit einer absoluten super Bestzeit, die er dann in Korea, jetzt aber schon etwas länger her, geschwommen ist. Und er hat natürlich eine Lebensumstellung gehabt, das muss man auch sehen. Er ist Vater von Zwillingen geworden, er hat seine Armeezeit beendet, ist in den Beruf eingestiegen, aber er hat besonders auch in den letzten, ich würde sagen, 2 Monaten wirklich ganz, ganz hart an sich gearbeitet. Und ich weiß, dass er das auch jetzt noch tut und er robbt sich langsam an seine besseren Zeiten heran. Und wir hoffen, dass ihm da nochmal eine deutliche Steigerung in Tokio gelingt, damit er wirklich, wie Sie gesagt haben, einen tollen Abschluss einer ganz langen Karriere dann feiern kann. Dann gibt es noch den Triathleten Stefan Zacheus und den Bogenschützen Jeff Henkels. Für ihn, Jeff Henkels, war der Aufschub der Spiele um ein Jahr definitiv ein Geschenk. Das kann man so sehen. Er hatte Verletzungsprobleme und einen Fahrradunfall. Er konnte kaum schießen über eine längere Zeit. Er ist da auch wirklich nochmal zurückgekommen. Und er hat sich eigentlich mit seiner fantastischen Leistung mit Landesrekord beim letzten Qualifikationsturnier in der Weltrangliste so weit nach vorne geschoben, 14 Plätze, was absolut bemerkenswert ist, um dann diesen ersten Nachrückplatz zu bekommen. Wenn er nur 3 Plätze schwächer geschossen hätte, wäre er nicht mehr dabei. Also ganz, ganz knapp noch reingeschwommen. Für ihn war es also ein Segen, dass die Spiele verlegt wurden. Gibt es umgekehrt auch luxemburgische Athleten, denen dieser Aufschub zum Verhängnis wurde, die dabei gewesen wären, wenn Olympia wie geplant in 2020 stattgefunden hätte? Nein, ich meine nicht. Ich meine, dass wir für unsere Athleten Vorteile für die Qualifikation hatten, wie der eine oder andere das ja länger dann überstanden hat und geschafft hat zu überstehen. Das werden wir sehen, aber an sich meine ich, ist das durchaus positiv. Ich meine, wir hatten den Stefan Zacheus kurz angesprochen. Ja. Der hat auch im allerletzten Qualifikationsrennen seine Qualifikation gesichert mit einer guten Leistung. Und der hatte zum Beispiel Schwierigkeiten, über diese 7-8 Monate Wettkampfphase in die Qualifikation wieder einzusteigen. RWD vom Darast, immer in den Heinz, tiefsten Direktor Technik vom CSL. Jeder Olympiateilnehmer muss Japan spätestens 48 Stunden nach seinem Wettkampf verlassen haben. Das ist die strenge Regel. Das eher eine Spaßbremse. Ne? Gibt es ebenso präzise Vorschriften, was die Anfahrt anbelangt? Ja, die gibt es. Wir sprechen also da prinzipiell von der 5+2-Regel. Das heißt, Eintreffen im Land kann man erst 5 Tage vor seinem Wettkampf. Es gibt allerdings eine Ausnahmeregelung, die man extra anfragen muss. Das geht dann auf 7+2 und da haben wir ein bisschen Glück. Also da Voraussetzungen sind 6 Stunden Zeitunterschied. Wir haben 7, sodass wir für alle unsere Athleten diese Anfrage gestellt haben und wir bekommen die auch genehmigt. Also zur Eröffnungsfeier werden auch ein paar da sein. Es werden einige da sein, wobei bei uns dann immer wieder die Problematik greift, dass wir sehr viele Wettkämpfe in den ersten 3 Tagen haben. Ja. Und bei uns gibt es eine eiserne Regel, jemand, der nach der Eröffnungsfeier am Tag danach im Wettkampf ist, geht nicht mit zur Eröffnungsfeier, sodass das Feld, mit dem wir einmarschieren werden, sehr überschaubar sein wird. Und bei der Abschlussfeier werden Sie allein marschieren? Nein. Wir haben also da schon, das kann ich vielleicht auch hier schon dann öffentlich sagen, das ist wir werden einen Athleten noch an Ort und Stelle haben, für den wir auch eine Ausnahmegenehmigung fragen mussten. Das ist der Bob Bertemis, der wird bei der Schlussfeier unsere Fahne tragen. Ah ja, okay. Und bei der Eröffnung? Das wissen wir noch das nicht. Wissen Sie das hängt auch von Auslosungen ab und so weiter. Schält sich dann der Kreis der Athleten raus, der das machen könnte. Es werden für Sie, Herr Tips, die letzten Sommerspiele. Im Winter werden Sie noch nach Peking reisen, zu der Winterolympiade, aber danach ist Schluss, Ende März. Mhm. Ist das für Sie eher eine bedrückende oder eine befreiende Vorstellung? Weder noch. Weder noch. Also ich denke, im Moment ist mein Kopf extrem voll, um Tokio über die Bühne zu bekommen. Wir haben also da den Challenge, dass es im Background die administrativsten Spiele sind, die wir je erlebt haben. Das ist sonst schon administrativ beladen, aber wir haben dermaßen viele Sicherheitsvorschriften und Einreisevorschriften zu beachten, dass uns das im Moment komplett beschäftigt. Und es geht jetzt erstmal darum, dass wir alle ins Land bekommen.
Und danach denken wir an alles an. Trotzdem lassen Sie uns ein ganz kleines Fazit schon mal ziehen. Sie haben vor 20 Jahren den Posten des technischen Direktors beim COSL übernommen, den es so bis dahin ja nicht gab. Mussten vermutlich erst mal sich durchsetzen. Aber es hat sich schon sehr viel getan in diesen 20 Jahren, oder? Also wir sind deutlich vorangekommen, was auch absolut notwendig war, weil die Konkurrenz nicht schläft. Und man muss einfach sehen, dass die Breite wirklich oder die Breite in der Spitze, um das präzise zu sagen, unheimlich weit aufgezogen ist. Wenn vor 20 Jahren 10 Nationen Medaillen gewinnen konnten, sind das heute 50. Und das hängt von Disziplinen dann ab. Und die Förderung der Athleten und die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen für die Athleten sind überall gewaltig gestiegen und verbessert worden. Und wenn man sich da entscheidet, im Leistungssport dabei sein zu wollen, dann hat man nur die eine Wahl, dass man konkurrenzfähig wird oder konkurrenzfähig bleibt und sich trotzdem immer weiterentwickelt. Also hier ist ganz klar, wer 2-3 Jahre sich nicht weiterentwickelt, der steht und geht zurück in der Leistung. Es ist viel passiert, Strukturelles. Es bleibt aber auch noch manches zu tun. Was ist das Dringendste Ihrer Auffassung nach? Also wir haben regelmäßig nach Olympischen Spielen unsere großen Evaluationen. Wir sind auch in den, ich kann sagen, in den letzten 6, 8 Jahren auf allen Ebenen wirklich erfolgreich gewesen mit Medaillengewinnen. Wir haben also bis auf die Olympischen Spiele in allen anderen Events Medaillen gewonnen, auch in den Nachwuchswettbewerben und, was interessant ist, auch im Wintersport. Wir haben auch Medaillen gewonnen im Wintersport bis hoch zu den Youth Olympic Games. Bei den European Games 3 Medaillen bei der letzten Edition, bei der ersten haben wir keine gewonnen. Und wir waren bei den Olympischen Spielen eigentlich immer sehr knapp dran. Und wir haben auch, und ich glaube, das kann man auch sehen, dass der Sport sich insgesamt entwickelt, in Luxemburg in verschiedenen Disziplinen immer wieder Athleten, die bis in, wir nennen das, erweiterte Weltspitze kommen. Und was uns fehlt, ist der letzte kleine Sprung. Aber eine olympische Medaille ist keine Utopie. Das ist absolut keine Utopie und ich bin also ganz, ganz klar davon überzeugt, dass wir das schaffen können, wenn wir für die Athleten wirklich über eine längere Zeit, und das ist nicht nur punktuell, sondern über eine längere Zeit die Bedingungen schaffen, dass sie wirklich ihr Potenzial nutzen können. Und wir haben, und dafür kommt 2021 noch ein bisschen zu früh? Das kommt drauf an, das kommt drauf an. Ich meine, mit einer 22 Bestleistung, wenn das einigermaßen läuft, ist man schon in einer Nähe, wo es aufs Podium gehen kann. Okay. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in Zukunft eine Chance besteht, für die besten Athleten wirklich ganz vorne dabei zu sein. Und das ist das, was hinten dran erarbeitet werden muss. Und da sind wir noch nicht ganz. Da fehlt uns noch. Aber trotzdem, das ist ja eine optimistische Einschätzung, die positiv stimmt. Träumen darf man ja. Vielen Dank, Herr Thebs, für dieses Gespräch. Vielen Dank.